Hey, ich habe Kupfererz gefunden. Wow, ganz ruhig, mein Kleiner. Das ist mein Kupfererz. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Subnautica. Ist ein bisschen laut, wir geben Vollgas. Wir sind auf dem Weg zur Rettungskapsel 13 an Bord der mongolischen Botschaftsabgesandte Jochikasa. Und wir sind in der Operation, ich werde verbrennen. Wir wollen eigentlich zur Wärmesignatur, die ist irgendwo da, Wärmekraftwerk. Und werde den Zugang suchen über das Deep Reef. Aber erstmal gehen wir hier hin, ich will wissen, was das hier ist. Hier ist direkt tief. Ja, hier ist das Pilzbiom. Hier dürfte eigentlich noch nichts sein, was uns angreift. Hier gibt es eigentlich auch irgendwo ein Wrack. Irgendwo gibt es ein Wrack. Irgendwo gibt es ein Wrack. Das liegt so auf den Pilzen drauf, aber da will ich jetzt gar nicht hin. Ah, guck mal. Ja, komm. Wenn der kleine Penner mir Schaden machen würde. Wir reparieren uns gleich noch direkt. Sind bestimmt wieder beschädigt. Ne, es geht sogar. So. Ach da. Boah, Alter. Guck mal, dieser riesen Pilzbaum. Ist schon geil. Okay, dann mal hier raus. So. Guck mal, was haben wir denn da Feines? Nichts, was wir brauchen anscheinend. Guck mal, davon nehmen wir auch noch mal ein bisschen was mit. Toll. Nichts gefunden, ey. Irgendwas, was wir schon haben wahrscheinlich. Können wir den nicht mitnehmen? Meine Güte. Sprachaufzeichnung des Boot abgesingenst. Bin gespannt, ob sie das noch ändern mit den Rettungskapseln. Guck mal, dann nehmen wir mal so ein Ei mit. Man weiß ja nie. Wo sind die denn? Ich sehe sie nicht, na egal. Raus hier. Zack! Oben. Sprachaufzeichnung. Ist ja leider keine Sprachaufzeichnung. Doch, ist es! Nee, ist was anderes. Aurora. Da. System der Rettungskapsel online. Passagiere 07. Botschaftsabgesandter Jochikasa oder Jochikasa ist an Bord der Rettungskapsel. Startsequenz. Rettungskapsel eingeleitet. Okay, bla bla bla. Aufnahme des Rettungskapsel-Mikrofons. Mein Schöpfer, die Hüter und Bewahrer der Welten, gibt mir heute mein täglich Brot und gewährt mir meine Freude. Wie ich sie denjenigen gewähre, die Freude bei mir suchen. Eintritt der planetaren Atmosphäre, äußere Temperatur. Zeigt mir den Weg im Leben der Wahrheit, der Liebe, Substanz, der Prinzipien, bla bla bla. Ausdünne beschädigt, Lebenshaltungssystem ausgefallen. Aufschlag steht unten unmittelbar bevor. Das Leben ist ein Spiel, das Universum mir selbst spielt. Ich bin das Leid, so zu tun, als wäre ich nur ein Haufen Fleisch. Ich bin bereit, für eine andere Seite zu spielen. Tot. Toll, aufregend. Toll, hat es ja gelohnt. Also, wir wollen nach Südwesten. Südwesten. Tief in Steep Reef. Keine Gegner hier. Weg von den Arschgeigen. Sehr gut. Sieht gut aus. Okay. So, es gibt einen Zugang ins Lava-Biom, den ich kenne. Wo ich halt ungefähr weiß, wo der liegt. Ich weiß nicht mehr, ob man durch das Lost River Biom da reinkommt, was ich vermute. Aber, besser ist, wir nehmen jetzt einfach den Zugang, den ich ungefähr kenne. Ganz unten am Ende vom Debrief musste irgendwo sein. Also los. Ist natürlich jetzt ein Umweg, den wir gefahren sind. Und nähern uns jetzt von der anderen Seite. Ich muss mich also ein bisschen süd-südwestlich halten. Süd-südwest! So. Wo ist vorne? Da ist vorne. Hier sind irgendwo Leviathane auch, meine ich. Vielleicht sollte ich einfach mal... Ne, so ist gut eigentlich. Bisschen tiefer. Was ist das da? Ist das Blei? Ist das Titan? Wir könnten auch mal ein bisschen bohren nebenbei, aber... Ich habe gar nicht so viel Platz an Bord.
Sand Sharks. Noch mehr Sand Sharks. Noch mehr Sand Sharks. Man sieht die Fratzen von weit weg schon. Wale? Ah. Wir sind am Rand von einem Biom, das ist gut. Dann bleiben wir mal hier. Da ist Gold. Oder Kupfer, es könnte sogar Kupfer sein. Oh, hier auch. Guck mal, sieh mal einen an. Ah, hier ist das andere Ölbiom. Hm, habe ich noch eine Boje? Das wäre es doch eigentlich. Boje, Boje, Boje. Ich weiß gar nicht, ob ich von hier aus ins Lava-Biom komme. Hm. Boje, habe ich nicht noch... Ne, ich habe da keine Boje mehr. Kupferdraht, Titan. Habe ich Kupferdraht eigentlich mitgenommen? Nee, ne? Das habe ich jetzt bestimmt nicht eingepackt. Geil! Aldemar Jenkins. Okay, alles klar, wir fahren weiter. So viel dazu. Aber gut zu wissen, wie man es findet. Wir haben das andere Ölbiom gefunden, so ist es nicht. Mann, wenn ich bloß wissen würde, wo ich jetzt bin, das ist... Welches ist das hier? Am Rand von einem Rotgrasbiom, ne? Ist das richtig? Mann, das ist... Nee, das ist ein anderes Biom. Das ist dieses andere Biom. Welches ist denn das nochmal? Alter, schreck mich doch nicht so. Voll der Creep. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Egal, wir wollen hier runter. Mausrad Kiel. Das ist dieses mini-grüne Biom zwischen dem Deep Reef, glaube ich. Dann müsste das jetzt... Morning, Captain. Irgendwann auftauchen. Wir wollen nach Süden. Wir fahren in die falsche Richtung. Guck mal, hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Oh, guck mal, da unten liegt eine Kiste. Lalala. Ah, wir verfahren uns nicht. Es ist erweiterte Suche, nennt man das. Das Zufallssuchprinzip. Cyclops Decoy Tube Upgrade. Woo! Wow. Guck mal, das... Ach, das ist ein Hangar, ne? Wow. Wow. Großes Teil. Einfach nur verschlossen. Einfach mal eingesammelt nebenbei. Luft sieht gut aus noch. Egal, wir kommen wieder. Da finden wir, glaube ich, nichts Großartiges drin. Welcome aboard, Captain. All systems online. Welches Biom ist denn das? Meine Güte, ich habe echt keinen Kupfer mehr. Finde ich denn hier vielleicht einen Kupfer vor? Komm ich ein paar... Morning, Captain. Ein paar, Na egal. So, da sind wir doch. Halt, nein, hier sind wir noch nicht. Da ist es doch! So, dann tauchen wir mal. Ach, ich glaube, das ist unter dem Floating Island. Oh, es geht tief hinunter, hinaus wollte ich sagen, aber es geht ja runter. Tief hinaus. Okay.
muss zu den Geysiren runter. Ihr dürft eigentlich nichts sein, was uns angreift. Nicht wirklich. Was ist das denn hier? Wir sind aber ziemlich flach. Ah, guck mal! Ah. Hallo, betet ihr mich an? Geil. Oh, was haben die denn da? Boah, sind die laut. Ich glaube, die sind, ich glaube, die sind ein bisschen gestört von mir. Hey, ich habe Kupfererz gefunden. Wow, ganz ruhig, mein Kleiner. Das ist mein Kupfererz. Ich war hier zuerst. Wow, volle Kanne. Oh, hier, kristallines Aluminiumoxid. Meinst du, das ist dunkel? Ich glaube, ich baue mal gerade ein Bett. Oh, nämlich Notfallkupfer. Oh, nicht gierig werden! Wir verpissen uns! Da. Alter. So. Boah, guck mal. Meine Güte. Reicher Vorrat. Laut. Schnell weiterfahren. Stört die das? Ich weiß es gar nicht. Macht's gut. Meine Güte. Das ist ja auch alles. Ich glaube, die schaben das frei oder so. Oder die bauen selber Raumschiffe. Aha. Ich glaube, wir befinden uns hier am richtigen Ort. Nee, noch nicht. Das ist einfach nur so ein blöder Tunnel. Ich hatte mal beim letzten Let's Play hier eine Base am Abgrund. Und bin beinahe in so ein Loch gefallen mit meinem Exosuit. Aber ich hatte ja den... Hier sind schon die Geysire. Okay. Dann muss irgendwo... Hier ist ein Abgrund. Da finden wir nichts mehr. Okay, wir suchen weiter. Ah, jetzt wird's heller. Ich glaube, der Tag bricht heran. Guck mal, hier geht's weiter runter. Sehr gut. Bum, 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 bum. Oh, wum, wo. Aha. Aha. Oh, guck mal, was wir hier Feines haben. Noch ein Wrack. Ich glaube, das muss ich aber untersuchen. Operation! Ich verbrenne. Wird lange gehen, glaube ich. Wir haben ja einiges zu tun. Und das Wrack muss ich eigentlich jetzt untersuchen. Auf kurz oder lang. Kann ja sein, dass wir Andockbucht-Sachen einfach nur finden. Und es ist nichts. Na toll, das ist immer sehr enttäuschend. Oh, Titan? Hier unten? Hör mal mit. Auch. Oh, guck mal, da ist was. Denk mal, das sind die Andockbucht-Fragmente. Alien-Sicherungsbehälter. Oh, was? Wie bitte? Das kenne ich noch gar nicht. Hätte ich doch bloß das andere Ding untersucht. Machen wir die Tür auf und holen wir mal Luft. Okay,
Okay. Okay, ich glaube, wir brauchen den Exosuit. Zum Luft holen, oder? Habe ich noch das... den Luftbehälter. Lalala. Man ist so schön ruhig, ne? Wenn man nicht die ganze Zeit Gas gibt. 165. Das muss ja wohl reichen. Bin auch schon mit mehr Sauerstoff gestorben. Ist mal unwichtig. Jetzt habe ich die Seite vergessen. Öffnen. Sesam, öffne, schließen dich. Jetzt. Alles Engel, die haben wir aber alle. Check. Ich glaube, wir haben überall das Gleiche. Können wir noch schweißen? Ja, können wir noch. Alien-Sicherungsbehälter. Meine Güte. Ich glaube, das müssen wir vielleicht sogar bauen. Das kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, das ist zum Analysieren oder so, ne? Alien ist ja alles. Auch die Fische sind Aliens eigentlich. Nicht von der Erde halt. Hört ihr das? Sind das diese Beißer? So. Nein, das sind die Warper. Ah, guck mal hier. Schade. Das sind Sachen, die ich alle schon habe. Oh nee, das ist mir jetzt zu riskant, oder? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Komm, ich muss aber noch die Tür da aufschweißen. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach nur im Kreis. Müssen wir mal gucken. Ich will jetzt noch einmal durch. Zack, zack. 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 So. Bam, 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 dam, da, dan, da, 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 da. Ah. Bam, 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 bam. Ah. Dann haben wir auch schon genug. Also man wird manchmal echt überschwemmt von so Dingern. Ich will jetzt einfach alle mitnehmen. Könnt mich mal. Wir haben schon alle... Haben wir schon alles. Hier geht's gar nicht weiter. Das Ende. Das ist eine PDA. Überwachungsaufzeichnung, Erholungsdeck. Ich glaube, hier kommen noch andere Sachen hin. Jetzt erstmal wieder zurück. Mal da, eine Kiste übersehen. Toll, Aldemar. Mit einem Nährstoffblock drin. So, dann weiter. Aber wir fahren eigentlich zurück, ne? Welcome aboard, Captain. All systems online. Natürlich alle online. Was denn sonst? Guck mal, da ist die Wärmesignatur. Aber die ist immer noch 2000 entfernt. Da ist der Höhleneingang. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh ja, da ist er. Alles klar. Guck mal, das ist kristallines Aluminiumoxid, oder? Okay, wir haben ihn gefunden. Unfassbar. Immer der Nase nach. Nach Lummerland. Lummerland. Da passen wir rein, oder? Da müssten wir eigentlich. Einfach mit Gewalt. Vollgas nach unten und dann müsste das gehen. Okay, wir sind unten. Scheiße, ist aber eng. Okay.
Hitzlohn. Gut, jetzt muss ich ja nicht... Rig for silent running. Oh, EMP, scheiße! Okay, alles gut. Ich mach mal Licht aus. Ist aus. Mist, ey. Jetzt haben wir diese Riesensquids. Die Frage, wo ich hinfahren muss. Ich fahr einfach mal dem Wegpunkt hinterher. Ein Titanverkommen wurde irgendwo an dieser Gegend entdeckt. Es kann nicht bestätigt werden, ob der Ursprung von der Aurora kommt. Aha. Warte mal, hier gibt es auch eine Basis. Kann das nicht sein? Hier ist doch irgendwo eine Degasi-Base. Ist die Frage, wo? Oh, da geht es noch weiter runter. Ist irgendwo auf so einem Vorsprung drauf. Man kann... Oh, ist das hübsch hier, ne? Ich finde das toll hier. Vielleicht hätte ich in das Loch fahren sollen. Da geht's auch noch weiter. Jo. Umdrehen. Immer dem Gefühl nach. Immer auf das... Immer auf das Gefühl hören. So. Ah, da sind die immer noch, diese Warper. Komme ich da durch? Ah! Was nicht passt, da passe ich durch. Der will zu mir, kommt aber nicht. Oh nein, das ist der andere. Da ist die Degasi-Base. Geil, direkt am Eingang da unten. Oh, wir haben eine Nachricht bekommen. Oh Mann, die ist echt übel. Alter. Ich hab Durst. Es ist spannend. Nicht überlaufen. Na egal. Der Deckel wollte nicht drauf. So. Wir haben Durst. Wir kümmern uns erstmal um Essen. Wir haben Silent Running an. Sollte nichts passieren. Wir müssen auch für Nachschub sorgen, für Notfall. Hier ruckelt's wieder. Oh je, ich glaube, ich muss mal schlafen gehen. Das sind bestimmt wieder die Lichteffekte schuld. Oh oh. Oh, ich wollte direkt EMP'd, ey. Guck mal, jetzt geht auch der Sauerstoff runter. Wie geil, ey. Okay, wir bauen mal ein Bett. Wir brauchen hier ein Bett. Wir müssen mal pennen. Notfallbett. Es kommt jetzt immer hier hin. Im Ernst? Der ist mal leer gegangen. Unfassbar. Gute Nacht. Der sicherste Ort zum Schlafen. Oh Mann, ich sehe gerade, wir müssen noch abspeichern. Ja. Das Stichwort. Also bis dann, Leute. Haut rein.